Alles gut aus. Mit dem YouTube-Zeichen versuchen wir den zweiten Stream von State of Decay zu starten, indem ich einfach mal fortsetzen drücke. Gerüchteweise gibt es ja immer bei diesem Spiel Safe Game Bugs. Ich hoffe, wir bleiben davon verschont. Deswegen, ich drücke mal und gucke, was passiert. Wir haben in der Basis aufgehört, wir hatten eine Quest abgegeben. Ich hoffe, dass alles noch da ist, dass alle noch leben, keiner tot ist und überhaupt alles funktioniert. Ich weiß es nicht. Gucken wir einfach mal, was jetzt passiert. Sascha sei auch noch gegrüßt, noch gar nicht gesehen. Hawk Amiok hatte ich, glaube ich. Doch, dich hatte ich, ne? Sei auch gegrüßt. We found Doc. He's out at the old Barrett place, looking in on one of the Wilkerson boys. Zwei Enklaven sind zusammengebrochen. Eskiel ist tot. Steht oben. Nikola ist vermisst. Okay. Ezekiel ist tot. Das ist natürlich eine Klamotte. Die Idee ist ja tatsächlich ganz nett, dass das Spiel tatsächlich weitergeht, wenn man tatsächlich ausloggt. Das Problem einfach ist, man hat halt keinen Einfluss drauf. Also, ich weiß nicht, ob ich die Idee jetzt wirklich so geil finde. Also zumindest lebt hier mein Moped-Mann noch, das ist schon mal nicht ganz falsch. Ich guck mal ganz kurz durch. Wir haben auch alles noch an Lagerkapazitäten, das sieht alles gut aus. Wir haben, das haben wir, ja, das sieht auch alles gut aus, wobei ich mittlerweile mehr Klamotten drin habe, als ich jemals dabei hatte. Das kann ich mir mal wegpacken. Okay, das sieht alles gut aus. Das war das. Ich muss mal ganz kurz auf die Steuerung klarkommen. Das war das. Y war das. Das war das. Das war Rennen. Das war Essen. Das war... Das war das. Das war das. Okay. Alles klar. Erstmal ganz kurz wieder reinkommen. Und, ja. Okay. Wir haben nichts gemacht. That's great. You should go talk to them. I don't know. Didn't look like they were doing much of anything. Just driving around, watching. What? I wouldn't worry about it. I'm sure they're just the advanced scouts. The main force is going to be here any day, and they're here to take care of us. Hey, would I lie to my favorite little sister in the whole world? Skorlex, ich auch nicht. Deswegen, wir spielen sie ja jetzt quasi dann zusammen. Ich habe es ja vorher auch noch nie gespielt. Und, Bratzy Moped, sei gegrüßt. Schönen guten Abend dir. Ich pack mal ganz kurz hier was weg, dass ich ein bisschen mehr Platz habe. Das sollte reichen. Ergo, gucken wir jetzt auch mal auf die Map. Wie war denn die Map? Ne, das war die Map nicht. Das war die Map nicht. Das war die Map. Genau. So, das ist unser Außenposten. Der ist noch da. Ach, die Enklave direkt hier am Nebenhaus ist weg. Die ist verloren. Und die Enklave hier unten ist verloren. Genau, das waren ja unsere Enklaven. Mehr oder minder. Da hatten wir ja Kumpels. Die sind weg. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich erstmal unsere Leute wieder befreien. Die Frage ist, wo sind die Leute? Hier haben wir wieder so einen wilden Zombie. Da haben wir die Army-Mission und hier hinten haben wir eine Mission. Hol Doc Hansen im alten Farmhaus. Ja, das klingt doch eigentlich nach einem guten Plan. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal zu Doc Hansen. Wir haben ja noch Essen und alles genug. Wir machen direkt mal eine Spritztour. Mal gucken, ob ich da irgendwann jemals lebend ankomme. Ich weiß es nicht. Warum qualmt das Auto? Das ist... Wie viele Leute passen hier eigentlich rein in das Auto? Nicht, dass ich nachher mit dem Auto fahre und ich nehme mal lieber das Auto, so ein Pickup. Und dann gucken wir mal einfach, ob wir den Doc befreien können. So, und ich muss am besten links abbiegen und dann hinten wieder links abbiegen und dann auf die Nebenstraße. Ja gut, da kriegen wir hin. Kann man das Koop spielen? Leider nein, Ragnar. Das war eines wohl der Kritikpunkte, die die Leute immer hatten, dass man es nicht Koop spielen kann, sondern nur Singleplayer. Der State of Decay 2, was sie auf der E3 angekündigt haben, das soll Koop-fähig sein. Das wurde ja angekündigt auf der E3 und da haben sich halt alle sehr, sehr gefreut. Also, da muss ich jetzt rechts abbiegen.
Wobei, wir können mal tatsächlich sagen, wir lassen das Auto hier stehen. Unseren guten Pickup. Und schnappen uns hier so ein Crap-Auto. Womit wir einfach da hochheizen. Dann können wir nämlich ein paar Zombie-Horden kaputt machen. Oder kommen schon die Zombies? Ich sehe sie schon. Gib mir mal hier das Crap-Auto. Nein! Einsteigen! Ja, ja, tschüss, ich muss weg. Alter, geh mal bitte vor meinem Auto weg. Dankeschön. Jetzt ist die Tür schon weg. Okay, bin ich richtig? Ja, ich bin richtig, also hier auf der Nebenstraße einfach mal rumfahren. Ja, den zweiten Teil werden wir uns auf jeden Fall dann auch angucken, Ragnar. Also ich habe tatsächlich Spaß an dem Spiel, weil ich mag Zombie-Survival-Games. Und deswegen finde ich, kann man dann ganz gut spielen. Kaza, danke für den Host. Und Mems, dankeschön. Beziehungsweise dankeschön, sei gegrüßt, wollte ich sagen. Hallöchen. Oh Mann. Und wir müssen noch weiter geradeaus. Da hätten wir noch eine Hütte, die können wir vielleicht auf dem Rückweg untersuchen. Schnappen wir uns als erstes mal hier den Doc Hansen. Doc klingt nach Arzt. Arzt ist nie falsch. Oh, hier ist eine Zombie-Horde. Nicht die platt? Oh, nee, da ist die Zombie-Horde. Zombie-Horde getötet. Immerhin. Dann haben wir die auch platt gemacht. Host da lassen, aber ins Bett, war müde und so. Gute Nacht und viel Spaß beim Stream. Kasakrawall, komm gut ins Bett, mein Lieber. Und, Assassin Girl, dir auch. Yassi, danke für den Host. Und hier ist ein Aussichtspunkt. So, und hier sind wir. Noch nicht bei der Mission, die ist da hinten. Kann ich hier einfach durchfahren? Oh, nee, das sind die Bretterzäune aus der Hölle. Die halten alles auf. Aber wir können mal ganz kurz auf den Aussichtsturm gucken, würde ich sagen. Da hinten ist eine Kiste. Gucken wir mal, was da in der Kiste ist. Außer Zombies natürlich. Sei auch gegrüßt. Fabian, sei auch gegrüßt. This is the army. And since you apparently can't figure it out for yourself, we are better armed, armored and equipped. Nein! Wieso war das kein Finisher mehr? Ach, der Finisher war Y, ne? Ei, das war Y. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ja, ein bisschen Leben verloren, aber jetzt nicht so viel. Es war nicht X, X war der Wirbelwind. Und, tatsächlich der Finisher war Y. Obstgarten. Oh, das klingt nach... Was kann ich hier machen? Ah, hier kann ich durchsuchen. Den Obstgarten, den nehmen wir mit. Obst! Ja, ich hätte ja lieber... Ja, lieber Rind. I'm loaded up. See you back at base. Gut, den Obstgarten nehmen wir natürlich mit. Und dann gehen wir das Ganze mal ganz kurz in unser Auto laden. Safe Game also noch heile. Ja, wobei tatsächlich ist es weitergegangen. Ein paar Enklaven sind kaputt und tot. Von daher haben wir schon ein bisschen Verlust, aber nichts Wichtiges haben wir verloren. Lumo, sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Sehr stabiler Zaun, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Gucken wir uns ganz kurz hier oben um. Einmal ganz kurz scouten, kann ja nicht schaden. Vielleicht finden wir ja noch das ein oder andere Interessante, was wir dann auch mitnehmen und looten können. Ich hatte heute einen Rind. Angeber. Zombieherde. Enklave. Fahrzeug. Obstgarten. Und das war's, ne? Mehr sehe ich jetzt hier gerade nicht, weil mehr ist im Moment auch nicht auf der Map. Doch da. Fahrzeug. Erklärung abgeschlossen. Perfekt.
Muss mal Happy Few testen, sieht ziemlich gut aus. Ja, ist aber leider nur auf Englisch, das macht's halt schwierig und am Anfang ist halt sehr, sehr viel Text, sowohl in Dialogen als auch in Schriftstücken. Du musst halt super viel Englisch lesen. Ich hab's bei Divi gesehen, Anni hat's heute gespielt oder spielt es noch und Nein, ich habe in die falsche Richtung gekeult. Oh, ich muss mich wieder einspielen. Ich verliere gerade mein Leben. Komm her, du kleiner Zombie-Mann. Ich pack das erstmal hier in mein Auto rein. Und ich muss nach da zur Enklave. Okay. Ach, bleibt mir, ja, nee, eigentlich wollte ich das ja wieder umbauen, aber ich muss ganz kurz irgendwo hin, wo ich sicher bin. Gut, dass das nochmal einer sagt, nee, wir hatten die umgeschoben, na klar, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, das hatten wir letztes Mal ja nach rechts geschoben. Gut, dass das nochmal jemand sagt, danke, Animania. Aber das Spiel kann man halt leider, man kann es pausieren, ja, dann kann ich es eben machen, Sekunde. Dann kann ich nämlich hier das wieder dahin schieben und mich wieder hier hinschieben. Ja, weiter kriege ich es nicht. Das heißt, da unten seht ihr eh nichts, ne? Also, so irgendwie geht das schon, glaube ich. Perfekt. Dann kann ich wieder rein ins Spiel und Alt-Enter war das, ne? Ja, was? Alt-Enter? Alt-Enter. Okay, perfekt. Dann kann ich nämlich auch fortsetzen. Dankeschön nochmal für den Hinweis. Ne, da habe ich gar nicht dran gedacht. Where's Doc Hansen? We need to get going. Doc says Eli ain't good to move. So we ain't moving. I don't know if you noticed, but there's a whole mess of them fuckers working their way over here. That's right, Mickey. So why don't we put our friend here to work? Fine, you hold his hand. Check on Eli. That's your call whether you want to help or be a pain in my ass. Because I'd be more than happy to nail you to a tree and use you as bait. Ja, der wechselt nämlich beim Raustappen immer in Window Mode. Deswegen muss ich wieder zurück in Fullscreen. Folge Job nach drinnen. Na gut, die haben es hier. When they come, there's gonna be a lot of them. We need to set up defenses where we can, all right? Let's start by boarding up these here windows. Ah ja, wir müssen ja wieder ein bisschen verteidigen. Befestige das Farmhaus. Ah, hier kann ich nichts befestigen. Hier kann ich nichts befestigen. Zombies ain't smart, but they never quit. Wo soll ich die denn befestigen? Unten? Oben? They'll make one. Doc's upstairs looking after my little brother. Don't interrupt him. Ich kann ja nichts machen. Also Darkos, sei gegrüßt. We make our moonshine strong. Should make decent enough firebombs. Yeah, they're coming. Ja, aber ich kann gar nichts machen. Wo hämmert er denn? Der steht hier und guckt. Just don't be too close when you do. Ist der unten? Der ist unten. Sagt er doch. Sagt er doch. Mann, Mann, Mann. Ich dachte, ich muss nach oben. Ja gut, warum soll ich oben die Fenster zumachen? Natürlich, verstehe ich schon. Sind ja keine Sprungzombies. Die Slash-Logik hat wieder zugeschlagen. Mach doch die Tür zu. Was hältst du denn davon? Oh Mann. Ja, unten wäre richtig gewesen. Ach, hier kann ich nichts zumachen, weil das Fenster noch nicht funktioniert. Verstehe ich. Marco spielt gegen Fluchzombies ein. Er ist ja schon einfach alles offen. Ja, Mann. Ihr nun schon wieder. Schon viele.
stell mal einfach dagegen an. Das funktioniert aber auch nicht auf Dauer, oder? Glaube ich. Alter, Hämmer, schneller! Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hör mal, wenn er hämmert. Wie lange muss ich das denn machen? Ich weiß, nicht sagen, ich will es auch gar nicht lesen. Ihr wusstet ja auch, dass ich nach unten gehen soll. Das weiß ich ja alles nicht, von daher, das will ich ja selbst rausprobieren. Ich teste ja noch. Nein! Nein! Gib weg! Da kommt eine Zombieherde! Alter! Ich krieg die halt nicht kaputt! Aber sie greifen mich zum Glück auch nicht drin an, das ist die gute Nachricht. Sorry, dass ich jetzt gerade nicht auf den Chat gucken kann. Hilfe! Also es wäre einfacher, sie reinkommen zu lassen, weil dann wären wir, glaube ich, schon fertig. Anstatt hier mit meinem Knüppel nach draußen zu knüppeln, wo ich nichts treffe. Oh, Kacke. Ich habe auch keine Knarre dabei. Der gegen die Zombies nagelt. Also ehrlich gesagt, so ein Szenario habe ich auch noch nicht in Walking Dead gesehen. Der gegen die Zombies nagelt. Wer nagelt schneller? Ich oder die Zombies? Großartig, das ist aber für so ein Kirmesspiel wäre das super. Einfach auf der Kirmes, wer nagelt schneller? Ich treffe halt nicht. Oh Mann, ey. Ich frage mich, ob das jemals endet, wenn ich das so weitermache. Oder ob das ein Clown-Kartig ist und immer so bleibt. Und wir hier noch übermorgen sitzen. Ich glaube, wir sitzen noch übermorgen hier. Dumme KI. Dass sie halt nicht irgendwas anderes macht. Alter, geh kacken. Scheiße hier. Ich muss weg. Alter Vater, ey. Ich komme mir gerade saudumm vor. Aber ich habe einen Zombie erledigt. Einer ist, glaube ich, geplatzt. Progress. Ein Zombie ist tot. Ein Zombie ist tot. Jetzt haben wir nur noch 87 andere. Haben die nicht irgendwie was anderes zu tun? Oh, ich glaube, da hinten ist jetzt auch noch ein Zombie am Rumrappeln. Ja, da hinten. Ja? Ja, hier. Ich glaube, ich habe die Horde alarmiert. Aber die Frage ist, ob ich mit meinem Ulti was machen kann. Warte mal. Nee, Ulti kann ich nicht. Nee. Oh, doch! Ich kann die Ultien! Oh, da sind sie drin. Aber nur einer. Hämmern! Hämmern! Mehr hämmern! Mehr schneller hämmern! Oh, die sind schon draußen. Ja, komm, wir machen mal die Tür auf. Und Home Run. So verteidigt man die Enklave.
Da kommt noch ein Captain Fatty Pupetti, Mann. Ja, pass auf, ihr macht den mit euren Waffen. Ich mach die Tür hier zu. Und mauer uns wieder ein. Das ist gut. Bevor die nämlich kommen. Oder hier nochmal zum Nachschlag ansetzen mit noch mehr Hoden. Machen wir hier erstmal die Bude wieder dicht. Ja, mach Hämmer. Komm, hör mal, wer da hämmert. Da ist noch ein Zombie. Dann komm, da gehe ich raus. Die mache ich draußen. Huch, woher kommt das ganze Holz her? Von meinem Einfluss. Ich weiß es nicht. So. Einfluss erlangt. Missionsfortschritt. Das ist schon mal gut, oder? Tür zu. Nein, ich will rein. So. Die Fenster halten. Ich nehme einmal einen Snack. Oh, der stellt meine Stamina gar nicht mehr her. Aber dann nehme ich ein Schmerzmittel. Und noch ein Schmerzmittel. Ah, das heilt noch. Okay. Was ist denn ein Privat... Achso, das ist ein Molotow-Cocktail. Den haben sie mir gegeben. Okay. Wie viele sind draußen? Oh, I've got bitten! Oh, ich habe keine Stamina mehr. Ich esse eine Tüte Chips. Chips sind für alles da. Chips sind für alle da. Erstmal ein Schmerzmittel. Und dann nehmen wir einfach noch ein paar Chips. Und dann schnappen wir uns die hier. So, dann sind die auch weg. Huh. Oh, sieh nach Ellie. Was ein Stress zu Beginn. Doc, what's a good word? Wie seelenruhig er da rumhängt, hämmert. Oh, jetzt weiß er und er turnt. How long have we got, Doc? Before he turns. Minutes, maybe. Maybe sooner. Unless. No way. We are gonna bury Eli. Proper. Bury it and it'll claw its way out. Ey, wir haben da keine Zeit für Kollegen. Der Turn steckt hier irgendein Messer in den Korb. Doc, you can't ask me to do this. I promised Ma I'd take care of him. I'll do it. Better do it quick then. Before it starts to move. Wie? Kümmer dich um Ellie. Ups. Was stand da? Oh, so schnell konnte ich gar nicht lesen. Doc, wo trifft mich Doc Hansen? Trifft mich später wo? Trifft dich später? Ich konnte es nicht lesen. Da stand nur, trifft mich später irgendwo. So schnell konnte ich gar nicht lesen. Es ist ein Kümmerer. Ja, klar. Ach ja. Ich will nicht meine Mouth in Trouble, aber ich denke, unsere Defenses hier sind pretty solid. Munition will ich nicht. Tagebuch. Da hast du recht. Aber die Frage ist. Ah, Doc Hansen trifft mich später zu Hause. Dankeschön für die Info. Mick und Job trauen um ihren Bruder Ellie oder Eli. Am besten lässt man sie in Frieden. Er trifft mich später im zu Hause. Okay, dann muss ich den also nicht mitnehmen. Gut, dann können wir uns hier nochmal umgucken. In deiner Base. Dankeschön, Mauser und Lumbo.
Wenigstens in aller Würde. Ich hätte mir die Bestattung jetzt auch etwas schöner vorgestellt. Das war jetzt doch nicht ganz so. Naja. Wir haben ihn erlöst. Er durfte. Er turnt nicht. Das ist die gute Nachricht. Da hinten ist noch eine Horde. Die können wir eventuell. Oh, kann ich diesen Traktor da fahren? Oh, ich will Moped-Traktor fahren. Kann ich nicht, schade. Und jetzt bin ich stuck. Na, doch nicht Glück gehabt. Ja, pass auf, wir machen die Zombie-Horde weg mit dem kaputten Auto. Yes, yes, I will hurry. I'm Harry Potter. Immer in a hurry. Aber ich muss die Zombie-Horde kaputt machen, bevor die zur Gefahr wird. Muss nur wieder oben. Wie bin ich denn hier reingekommen? Hier, ne? Da muss ich jetzt einmal durchheizen. Ja, hinter mir ist noch einer. Er kriegt erstmal die Tür vor die Binse gebrettert. Schön. Ach, wie schön. Ach, das Spiel ist so schön. Ich finde das gut. Da sind so viele gute Ideen dabei. Oh, ich freue mich echt auf State of Decay 2, muss ich sagen. Hallöche. Da war ich doch. Klettere hoch und halte. Da war ich doch aber gerade oben, oder nicht? Die Frage ist, was ist hier drin? Gar nichts? Zählt das nicht als Gebäude? Ne, das zählt nicht als Gebäude, ne? Ich war doch bei dem Aussichtspunkt, oder ist der jetzt neu? Dass der nochmal aufgegangen ist. Ich war doch bei dem oben. Komisch. Mähdrescher Zombie-Horde reintuckern. Ja, so ungefähr. Oh, da hinten steht noch ein Auto. Ach, das ist mein Dampfauto. Verstehe. Aber hier ist nichts. Hennig! Mit Bot-Symbol, aber ohne Sub-Symbol. Sei gegrüßt. Schön, dass du wieder reinschaust, Hennig. Oh, hier sind zwei Zombies. Ich sehe nicht wo. Das ist nicht gut. Gut, also ist hier erstmal nichts. Das heißt, wir können zum Auto. Nicht denken, einfach Befehle befolgen. Ja, ich kann gerne nochmal hochgucken, aber ich glaube nicht, dass hier noch was ist, weil ich war noch da oben. Nee, bei mir ist immer noch kein Bot-Symbol. Keine Ahnung, bei mir schon. Also, ich habe auch nochmal geguckt. Gigantinsel und du stehen halt noch drin. Also, ja, bei mir Bot-Symbol, aber kein Sub-Symbol. Und ich war hier. Ich meine, hier habe ich doch geguckt. Von daher ist nichts. Ah. Hey, Lily, your folks haven't seen Bill around anywhere, have they? I don't think so. Bei mir ist auch kein Bot-Symbol. Ja, keine Ahnung, was die gemacht haben. Ich kann die gerne nochmal ein paar Tage rausnehmen und wieder reintun. Eventuell muss ich das einmal resetten oder so. Ich weiß es nicht. In Chatty wird es, wie gesagt, angezeigt. Dann haben die irgendwas wieder an der Chatstruktur geändert, das kann ja sein. Sicher, dass das der richtige Punkt ist? Nee, bin ich nicht. In der Tat bin ich das nicht. Aber wir gucken jetzt mal auf dem Rückweg, was wir hier noch finden. Warte mal, wir können mal eben gucken. Ohne jetzt großartig die Zombies zu alarmieren. Noch eine Zombie-Horde. Oh, hier ist ja alles voll Zombie-Horden. Da oben ist ein Haus und ein Auto.
Or, ooh, the Meals on Wheels guy. He's got a van and everything. Or, wie viele sind denn das? Oh, da sind aber verdammt viele. It could be the known felons who live just outside of town. Yeah. Und es wird... Oh, ich hab die Horde alarmiert. Die kommt hinter mir her. Might want to ask Job about it. Mickey's got that temper. You can't do everything yourself. What's that? Somebody else can pick up the flag. Oh, das Auto! Das Auto! Ja, kommt raus. Da hinten ist noch drei Stück. Also entweder ist der Wagen super gepanzert. Oder, was ich gerade feststelle, dass die Autos hinten, keinen Schaden nehmen. Denn ich habe jetzt so viele Zombies kaputt gefahren, aber rückwärts und hinten habe ich keinen Schaden genommen, während mir vorne bei so vielen Zombies meistens schon ein Auto explodiert. Interessant. Dann können wir uns nämlich hier mal umgucken. Da hinten sind nämlich Baumaterialien. Und da drin sind noch eine ganze Menge Zombies, wie ich sehe. Na, kommt mal raus. Kommt mal lecker bei mich ran. Was? Da gebe ich Markus mal 2 Monate Zeit zu trainieren und er kann immer noch kein Auto fahren. Nee, du musst da zugucken. Das geht nur, wenn du zuguckst, Henning. Sonst, das nur besser, wenn du zuguckst. Mein Knüppel ist halt kaputt. Alter, hier ist ein Nest. Wir nehmen den anderen Knüppel, verwenden, damit der andere nicht kaputt geht. Der wird über Nacht ja bei uns im Lager repariert. Von daher, I'm Tomsia, sei gegrüßt. Ich muss wieder mehr auf den Chat gucken. Sorry dafür. Ist gerade so spannend. So viele Zombies, so viel Action, da kann ich immer nicht auf den Chat gucken, sorry. Ich muss doch hier auch den Zombies auf den Kopf springen. Ich finde das Kampfsystem toll, alle tot waren. Ja, wie halt im echten Leben, ne? Da draußen ist noch ein Zombie. Klingt dick. Oh, da ist ein Dicker. Der hat mich aber noch nicht gesehen. Machetti! Jack, he's still missing. Guck mal hier mal rein. Da ist nix. Da ist nix, aber hier sieht's ehrlich gesagt echt noch aufgeräumt aus. So im Gegensatz zu den anderen Gebieten könnte man hier noch einziehen. Ango, sei gegrüßt. Neben dem Happy Little Dog Poster. Alter, wer hängt sich sowas auf? I'll run this home. We'll be ready. Oh, da ist noch eine Kiste. Gucken wir auch rein. Nehmen wir alles mit. Und da ist der Quoten-Henning wieder da. Da ist der Quoten-Henning wieder da. Was ist das hier? Mikrofonständer. Na komm, den packen wir weg. Und nehmen dafür nochmal hier den Molotow-Cocktail mit.
Ich sag ja, Henning, das wir vermissen dich. Komm wieder. Mach weniger Rucola. Oder was du machst. Was machst du eigentlich in der ganzen Zeit, Henning? Du hast doch Sommerferien, oder? Oh Mann. Wobei ist jetzt die Hälfte rum, ne? 3 Wochen. Das heißt, 3 Wochen hast du noch. Na, ich muss einmal runtergehen. Und dann oben direkt rechts an der Tür. Wo ist denn mein Auto? Survivors who cannot reach the Marshall Municipal Courthouse should contact us on this frequency. We'll make every effort to get you an escort. Ist das die Stimme von Sheldons Mutter? Die klingt fast wie Sheldon. Nee, wie Lennarts Mutter. So, rein damit. Ja, pass auf, wir nehmen. Wir machen mal ein bisschen Platz. Wir nehmen das da rein und das da rein und die Machete und den kaputten Bogen. Bogen, ja, natürlich. Das offizielle Bezeichnung für dieses Schlaggerät ist Bogen. Baseball spielt man dementsprechend auch mit Bögen. Natürlich. Eieiei. Ich habe eigentlich nur DS-Speedruns gesehen, wenn ich mal auf Twitch bin. Was machst du denn stattdessen? Ich habe auch Game of Thrones geschaut. Ja, da habe ich die letzte Staffel immer noch nicht gesehen. Das muss ich noch machen. Das muss ich irgendwann nochmal nachholen. Aber ich bin ja nur auf Twitch. Habe ich eigentlich Licht an? Nee, gut. Ich wollte schon sagen, das wäre ja ein bisschen auffällig gewesen. I'll run this on. We'll be ready. We've got this place locked down. Gut, was haben wir hier? André Entwitzler, sei gegrüßt. Und Munition. Ne, Moment, da ist noch Munition drin. Die nehme ich mit. Schwuppdiwuppdi. Und dann schleichen wir uns hier vorsichtig raus und machen uns auf den Rückweg. Dann haben wir das Haus auch abgefrühstückt. Der Rest, die Bratpfanne war nicht wichtig. Da der Schalldämpfer war nicht wichtig. Und von daher können wir hier abhauen. Aber der dicke Mopsmann ist jetzt hier nicht. Der ist ein kleiner Mopsmann. Naja, mach du mal. Und Bafragor, das sei natürlich auch gegrüßt. Hatte ich dich? Bafragor? Sag mal, hatte ich dich? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich nehme einmal den Knüppelschläger und pack das da rein. Und der Zombie kommt, aber ich mache mich von dannen. Und ich muss links rum. Ich gehe arbeiten. What? Als was denn? Der Rucola-Tester. Da ist ein Haus. Oder eine Kirche. Und ich habe die Zombie-Horde. Warte mal, wir können das nochmal testen. Oh, da ist noch ein Captain Klotzi. Captain Klotzi. Warte mal, Captain Klotzi muss ich mal erwischen. Ich muss gerade fahren. Dann erwische ich Captain Klotzi. Ey, jetzt nicht wirklich Freunde, oder? Okay. Also wenn das wirklich so ist... Dass das Auto von hinten keinen oder signifikant weniger Schaden nimmt. Das ist aber ziemlich OP. Okay, mein Reifen ist geplatzt. Meine beiden Reifen sind geplatzt. Und Captain Klotzi lebt immer noch. Oh! Oh fuck! Oh fuck! Was? Warum? Das Auto hat nicht mal gequalmt! Mein Essen! Mein Loot! Er ist weg! Okay, meine Theorie hat nicht funktioniert. Captain Klotzi hat mein Auto in die Luft gesprengt. Mit dem gesamten Loot.
Scheiße. Das hat nicht mal gequalmt. Ich brauche ein Auto. Hey, Mann. My ass remain on station. These people are getting their asses handed to them. Do you hear me, Charlie Actual? Charlie Actual. Ich ärgere mich gerade ein bisschen. Jetzt habe ich nicht mal ein Auto. Ach, scheiße, Mann. War so schön gedacht. Na komm her, du Cap-Klotz. Mann-O-Meter. Hinten ist auch kein Motor, nur der Tank. Scheiße. Scheiße. Was haben wir denn hier eigentlich in der Nähe? Frage wegen den Plünderungen. Ach, ich muss da nochmal hin. Ja gut, da ich ja eh in der Nähe bin, brauche ich ja nur ein Auto. Und dann sind wir ja wieder im Rennen. So, oh, gib mir ein Auto und alles ist gut. Alles ist besser mit Auto. damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sorry. Check this out. This came over the radio a little while ago. I managed to record most of it. We've gotten ourselves into a jam. Sounds like they're in a bad spot. Ja, hier ist ein Aussichtspunkt. Da gucke ich mal hin, wenn ich ein Auto habe. Da hinten stehen Autos. Super. Mann, dumme Zombies. Machen die einfach mal ein Auto kaputt. Da habe ich jetzt echt nicht gerechnet, Mann. Das schöne Loot. So, und ich muss jetzt nochmal nach da hinten, ja? Na gut. Bei dem Verschleiß gibt es nur noch 2-3 Autos auf der ganzen Karte. Ach Quatsch. Gibt doch so viele Autos hier. Und irgendwann können wir die auch reparieren. Ja, ärgerlich, am ärgerlichsten war jetzt halt der Loot, muss ich sagen. Aber wir können jetzt hier nochmal kurz reingucken. Dass wir wenigstens ein bisschen nachher was mitnehmen. Stamina, ich brauche Stamina. Oh, ich habe auch keine... Oh, eigentlich ist es gefährlich, was ich mache. Ich habe auch nichts mehr zum Heilen dabei. Scheiße. Scheiße. Genau deswegen. Keine Stamina mehr. Ich muss einen Chips essen. Nein. Ich tanze um das Auto. Den Zombie-Tango. Lass uns tanzen. Um das Auto, denn ich hab Chipse. Ah, und du hast Zähne. Ui, 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 ui. Ja, ja, ein Auto werden wir noch hinkriegen, dass wir da Teile halten. Area secure. No Zeds here. Eins kriegen wir hin, Angu. Da bin ich zuversichtlich. Moment, sei gegrüßt. Und ich habe alles, was ich bekommen habe, war ein lausiger Wecker. Naja, geil. Naja, geil. Und Dark Souls, Winter, also Herbst und nächstes Jahr. Kenn ich.
So, da müssen wir wieder... Oh, hier ist wieder eine Zombie-Horde. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Ja, ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Das ist technisch nicht machbar. Sorry, ich kann mich nicht verteilen. Ich muss die Autos nach der Reihe kaputt machen. Das geht nicht alles gleichzeitig. Oh. Den Stein habe ich gar nicht gesehen. So, was ist hier los? Talk to the boys if you're looking for a trade. I'm busy here. Ich möchte was? Mission starten. Die Wilkinsons freuen sich bestimmt nicht über die Fragen. Entschuldigung, ja, ich muss fragen. Ich möchte dir einfach Fragen stellen. We've been hearing rumors on the CB. People out looking for supplies getting robbed. Stuff like that. I see. And you're the law on this matter, are you? More like a concerned citizen. Well, your concern is noted, but we haven't had any problems here. We look after our own. And you wouldn't know anything about this, would you? Take a walk with me, will you? Let me see if I can explain how things are. Funny thing about people, they don't much like to challenge their assumptions. Now, me and my brother, we done pretty well for ourselves in all this. Other folks see that and, well, it is in the character of very few men to honor, without envy, a friend who has prospered. Aeschylus said that. And an envious man is a man who will spread rumors about his neighbors. Right. Because normally, gun-running moonshiners are such upstanding citizens. Because we're businessmen. It's all about seeing the long game. Rob a man, and he'll give you what he's got in his pockets. You sell him what he wants, though, what he needs. And he'll keep on coming back to give you everything he has. Did Aeschylus say that too? Here, let's ask Mickey. Oh, ich habe wieder einen Stamina-Hit gekriegt, also einen konstanten Stamina-Abzug. Muss gleich wieder mal mit dem Priester telefonieren. Our friend here is curious if we've been stealing from our fellow survivors. Seems there are rumors to that effect. Shit. If we was, wouldn't be anybody to spread no rumors. See? Nothing to it. Now, why don't you run along, and if we hear anything, you'll be the first to know. Verlasse das Gebiet. Okay. Machen wir. So, und die nächste Mission, die wir haben... wir haben gar keine Mission. Achso, ja, vielleicht, weil die noch aktiv ist. Das heißt, ich fahre erstmal hier raus. Did you find anything out? Job denied it, but I'm pretty sure they know something about it. Perfect. Our friends and neighbors. What should we do? I think for now we should just tell our runners to stay extra sharp. We don't want to antagonize the Wilkersons. We don't have to. All right, I'll let everybody know. You watch yourself out there too. I hope we don't regret that Good. Missed opportunity. Ja, ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Das ist technisch nicht machbar. Ich kann hier hilf einem Koloss zu vernichten. Ja, das ist ja quasi ums Eck. Da können wir mitnehmen. Check this out next. You can't do everything yourself. Ich habe aber kein Essen mehr und meine Stamina ist im Arsch. Ach, Kacke, Mann. Müsste eigentlich nach Hause. Smoke weed every day. Inex Fan. Oh mein Gott. Ich dachte mir, ist schon so lang her, warum nicht mal wieder was spenden? Inex-Fan, Dankeschön!
Macht Herzen für Inex-Fan. Nicht nur alle lurken. Jetzt mal ganz kurz Herzen machen, dann weiter lurken. Ich sag Inex-Fan, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Hilft natürlich ungemein. Dankeschön. Warte mal, ich ruf mal eben den Priester an. Got any inspiration for me? You may be gripped with doubt. Exhausted and afraid. This is all futile. And we won't see another dawn. But I believe that we, that you, have been chosen for greater things. We won't just survive. We will rise and be the birth of a new civilization. When your purpose falters, remember. Oh, Herzen, danke schön. I owe you one. Always a pleasure. Ja, 20 Einfluss, Animania, das ist echt nicht die Welt. 20 Einfluss, wie gesagt, du legst einmal was in die Box rein und, das ist nicht so teuer. Und der ist jetzt mittlerweile halt geskillt. Und das kann ich halt von den anderen Charakteren halt nicht behaupten. Deswegen, hier habe ich halt mittlerweile die coolen Moves hier, wie diesen Roundhouse-Spin. Wo ich die einfach umkicke. Und das habe ich halt bei den anderen nicht. Ergo würde ich schon gerne mit dem spielen. Das heißt, wenn der hier halt sterben würde, wäre nicht ganz so geil. Ja, Inex-Fan, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Sorry, dass es hier am Anfang oder zwischendurch immer wieder hektisch ist, wo ich nicht auf den Chat gucken kann, weil ich einfach nageln muss. Ja, legen wir los. Okay, I'll follow your lead. Let's roll. Den Koloss suchen. Wo ist er denn? Das wäre natürlich geil. Und mein Auto steht da, okay. Da ist der Koloss, da sehe ich ihn schon. Zombies up ahead. Time to mine now. Come on then, you think you're hard enough? Die Frage ist, wie werfe ich denn die Molotow-Cocktails? Haha, und die Zombie-Horde auch noch alarmiert. Ihr seid doch bekloppt! Entschuldigung, du standest nur im Weg, aber sonst war gut. Der Rest war gut. Ich glaube, ich sterbe. Nein, 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 ich habe nichts mehr zum Heilen. Der Zombie ist down. Perfekt. Zombiejagd, Koloss. Oh, jetzt ist hier noch eine nächste Mission. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Freundin Not. Alter, ich sterbe. Ich habe nichts mehr zu essen und zu futtern und... Ah, hier sind Zombies, oder sind das meine Freunde? Ja, das sind die Zombies, ne? Ich schmeiß da jetzt was drauf, komm. Ich muss zur Basis. Mann, wie viele Zombies hier sind. Oh, Kacke! Ich hab gar nicht gesehen! Oh, ich muss weg. Es ist so unübersichtlich.
hab keine Stamina mehr. Essen Snack. Holy, da ist noch ein Zombie bei dir im Schuppen. Warum kuschelst du mit dem? Mach den doch tot. Oh. Vertrauen erlangt. Gut, eventuell kann ich jetzt mir jemand aus der Kiste nehmen, aber hier gibt's gar keine Kiste. Der Koloss im Nahkampf ist keine gute Idee, ich bräuchte eine Kettensäge. Looks like we missed our shot. Eieiei. Ja, wir hat Xbox One und PC gibt's das Spiel. Wir spielen es jetzt hier vom PC. Und die Year One Survival Edition, die wir halt spielen, die ist nochmal ein bisschen aufgehübscht worden und hat die Add-ons mit dabei. Es gibt zwei Add-ons oder DLCs, die sind da halt mit dabei. Das sind aber separate Spiele, wenn du so willst, oder Modi. Ich möchte bitte zu meinem Auto, weil da ist immerhin noch Essen drin. Und dann fahre ich jetzt mal ganz kurz zurück. Gab's das nicht auch schon für die 360? Stimmt ja, da gab's das auch, genau. Und das haben sie dann nochmal aufgehübscht von 720p auf 1080. Und ich werde jetzt einmal ganz kurz aber zurückfahren, weil ich habe nichts mehr dabei. Kein Essen, keine Snacks. Ich bin halb tot, ergo einmal kurz zurück. Zurück ist dahin. Weil ich wollte da nämlich das Auto wieder wechseln. Gut, ich bin hier runtergekommen, aber wie komme ich hier wieder hoch? Das ist die interessantere Frage. Ich sehe schon das Auto wieder explodieren. Weil ich hier mein besseres Auto geparkt habe irgendwo. Bei der Kreuzung. Die Kreuzung ist da vorne. Und hier ist ein... Ja, das ist doch nicht euer Ernst, ey. Da ist schon wieder eine Zombie-Horde. Oh, ich hab den anderen... Nein! Nein, nein, das war dumm. Das war dumm. Das war ganz dumm. Das war ganz dumm. Nein! Ich sterbe! Ich hab keine Energie mehr. Ich hab keine Energie mehr. Steig in das Auto. Steig jetzt in das Auto. Fahr! Drück aufs Gas! Gib Gas! Er gibt kein Gas! Gott. Halleluja. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Roger that. We'll be waiting. Was tue ich hier? Ich bin irre. Nein, steig ein! Steig ein! Knappe Kiste! Ich lasse den Wagen da stehen. Ich fahre jetzt erst nach Hause. Das hat ja keinen Sinn hier. So, ganz kurz. Ich möchte... dahin. Alter Schwede. Ich werd zu alt dafür. Oh Gott, hier ist alles infiziert. Und da muss ich wieder rechts an dem Schild, ne? Bin ich schon vorbei? Ja, bin ich schon. Muss hier abbiegen.
Oh. Ups. Genau, hier. Okay, I'm free and clear. See you soon. I hope you brought me something pretty. I'll show you when I get there. Ja, der Wagen ist komischerweise nicht repariert worden. Ich muss da wahrscheinlich erstmal reinskillen. Oh. Jetzt nicht mehr, weil jetzt ist die Stoßstange schon weg. Das war ein kleiner Auffahrunfall. Upsi. Da war die Stoßstange weg. Ach man. There you go. Don't say I never gave you nothing. Sweet. Gut. Das war das. Perfekt. Oh, holy moly. How is he? The fever's lower than it was, but it still hasn't broken. Hey, did you ever look at the ceiling of the tent? It's all, I'm the ceiling. I keep rain off you. Good job, ceiling. The painkillers also seem to have taken effect. Let me take a look. You got them on antibiotics? As many as we can spare. Well, the good news is the wound hasn't become necrotic. Now keep an eye on him till the fever breaks, but I think your friend is gonna make it. Thanks, Doc. Thank a man for doing his job, and it'll just go to his head. Do I get a lollipop now? Natürlich. Bis jetzt gefällt es mir ganz gut, Soundgash. Ich bin gespannt, wie es halt weitergeht. Ich würde gerne hoffen, dass wir eine andere Story-Mission noch bekommen, beziehungsweise mehr aufwerten können, weil im Moment sind wir mehr oder minder am Limit angekommen. Wir können hier nicht mehr bauen. Wir können halt nicht mehr viel machen. Weil die Basis quasi voll ist. Was uns so ein bisschen limitiert. Und das ist halt relativ schade. Ich hatte einen Baseballschläger, ne? Hatte ich irgendwie. Den könnten wir rein theoretisch reparieren, aber wir haben ja so viele Klamotten. Schlagwaffe, genau, Schlagwaffe hatten wir. Ich nehme einfach noch einen Kerzenhalter mit. Und dann nehme ich wieder mit die Chipse. Die wir nicht mehr haben. Warum eigentlich? Haben die alle... Achso, die haben alle unsere Chipse aufgegessen. Da nehme ich zwei Chipse mit. Und einmal... zwei Schmerzmittel und einmal Ibuprofen. Das nehme ich direkt und die Aspirin nehme ich auch direkt. Dann sind die nämlich weg. Dann kann ich mich damit nicht mehr heilen. Und dann müssen wir mal schauen, was jetzt hier in der Gegend ist. Wir haben hier, hilf ein Infektionsherd zu beseitigen. Das klingt doch nach einer vernünftigen Mission, weil er ist ja eh hier ums Eck. Ansonsten hätten wir jetzt noch hier, Freund in Not. Ja, dann gurken wir wieder dahin. Und wir haben hier unten noch das Signal. Wir haben hier unten die Richterin. Und Fremden in Schwierigkeiten. Und hier haben wir Sergeant Tarn, wer immer Sergeant Tarn auch ist. Das heißt, da müssen wir mit dem Auto hinfahren. Achso, ich wollte ja das andere, das Ibuprofen noch nehmen. Denn, wir können mal gucken, ich kann jetzt hier nichts mehr aufwerten, glaube ich. Ich würde halt gerne die Werkstatt aufwerten. Zur Maschinenwerkstatt. Da habe ich aber nicht genug Materialien und es erfordert einen Werkzeugexperten. Der Werkzeugexperte erforderlich. Ja, den habe ich ja anscheinend auch nicht, oder? Habe ich den? Wo sehe ich das, ob ich den habe? Wobei, da oben ist Jackson Arnim abgebildet. Heißt das, der ist Werkzeugexperte? Warte mal. Jackson Arnim. Wir können mal gucken. Jackson Arnim. Werkzeugexperte. Also das heißt, wir hätten einen Werkzeugexperten. Das ist schon mal gut. Ergo ist die Frage, warum können wir das nicht aufwerten?
brauche 40 Baumaterialien. Und dann könnten wir anständiges Werkzeug, Karosserie und Reifenschäden werden über Nacht geparkten Fahrzeugen automatisch behoben. Also ich darf sie nur nicht kaputt machen. Karosserie, Motor und Reifenschäden werden automatisch repariert. Verlustschranke und werden ersetzt. Und Bauprojekt um 10% Bautempo. Ja, das klingt doch spannend, ne? Also ich brauche im Endeffekt nur 40 Möppeldinger. Also das heißt, wir brauchen auch dementsprechend Möppeldinger. Klötze. So, dann fahren wir mal. Moralproblem. Überhebliche Persönlichkeit. Achso, der Infektionsherd ist jetzt schon wieder weg. Okay. Ja, wo haben wir denn bauen? Tankstelle. Da haben wir noch einen verlassenen Ort, der wie ein Lager aussieht. Gucken wir da mal rein. Jetzt fahre ich mein Auto selber noch kaputt. How are things on the home front? Tense. People are starting to get antsy, what with the crowding and all. I'll swing by when I get a chance. We'll talk about it. Hier ist der Infektionsherd. Und hier ist das Lager. Im Diner? Oh, und hier ist auch direkt eine Zombie-Horde. Geil. Beim Diner sind doch bestimmt auch keine Rohstoffe, ne? Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Das ist so viel! Fahre ich nochmal zurück und wir machen das Kampftraining. Hier in der Storage könnte halt was sein. Ich frage mich halt, wie man langfristig diese... Genau, hier dann mal zum Wasser spielen. Wie wir langfristig diese Zombie-Horden halt machen sollen, wenn wir halt tatsächlich irgendwann echt ein Autoproblem haben. Also im Sinne von nicht genügend Autos. Nein, Baum! Window, sei gegrüßt. Markus, mal eine kurze Frage. Worum geht's eigentlich in dem Spiel? Prinzipiell überleben. Ich meine, genau wie Walking Dead. Worum geht so Walking Dead? Ich meine, eine wirkliche Story gibt's in dem Sinne nicht. Du kommst quasi von Story zu Story und hast so Mini-Stories. Come on, Lily. That's not fair. You're right. It's not. We built a home here, and you just want to abandon it because things are getting tough. What's going on? I was just trying to tell Lily that we need to start looking for a new place to live. We're too cramped in here, and our runners keep having to go farther and farther from the church to find supplies. Seems reasonable. Things have been pretty tight lately. Fine. Then maybe you should bail on us too. Heimat fern der Heimat. Auf Wohnungssuche. Hä? Was? Muss ich mit dem reden? Should we? No. I'm on. Cool. Such nach potenziellen neuen Basen. Willst du No Man's Sky spielen? Ja klar, habe ich doch schon mehrfach gesagt, der Sport. Ich weiß noch nicht, ob das halt ein Spiel ist, was man halt unbedingt jeden Abend im Stream spielen kann. Wir werden mal reingucken. Aber ich weiß halt nicht, wie gut das halt für ein Stream ist. Ich kann es mir halt auch langweilig vorstellen, wenn nicht viel passiert. Das ist halt eine Problematik. Oh, da unten. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, wenn wir da mal hinfahren.
Welcher Weg ist denn jetzt eigentlich schneller? Rechts rum? Nee. Doch, links und dann die Hauptstraße runter. Kabi, sei gegrüßt. Kann man No Man's Sky mit Destiny vergleichen? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. No Man's Sky kannst du am ehesten tatsächlich, würde ich sagen, mit Elite Dangerous oder so vergleichen. Oder vielleicht sogar Rebel Galaxy. Aber auf keinen Fall mit Destiny. Destiny war ja der Hauptaspekt tatsächlich, das Shooten. Und das ist No Man's Sky halt auf keinen Fall. Da geht es eher tatsächlich im Weltraum rumfliegen, Planeten angucken. Das ist halt der Hauptaspekt halt in Destiny. No Man's Sky, Destiny halt nicht. Whatever you say. So, die Straße fahre ich jetzt erstmal ein ganzes Stückchen weiter. Okay, hier sind hier aber doch noch einige Autos, die hier immer so rumstehen. Wobei, im letzten Chat hat tatsächlich jemand geschrieben, Stichwort Benzin. Ehrlich gesagt, ich habe keine Benzinanzeige. Gibt es in diesem Spiel wirklich Benzin? Weil ich wüsste nicht, wo ich das sehe, wie viel Benzin mein Auto hat, dass ich das einplanen kann. Und Benzin als Rohstoff haben wir, glaube ich, auch noch nicht gefunden. Ergo steht da ein Camaro. Okay. Furor, sei gegrüßt. Ah, hier könnten vielleicht auch noch Rohstoffe sein. Da unten sind auch noch Autos. Ne, ist ein Traktor. Traktor. Ja, so heißt das Ding jetzt offiziell. Traktor. Natürlich, da steht ein Traktor. Much on the radio to fill the time. Good point. Our mom died when I was 13. Lily was 9. I'm sorry. Yeah. Ich habe im ersten Stream wirklich Benzin mitgenommen? Echt? Aber ich sehe halt keine Tankanzeige, keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, wie ich jetzt Benzin im Auto nachfülle. I need you to be a man. Help take care of your sister. You know what I mean? It was a lot for a kid to live up to. I didn't handle it well. Wir fahren die übernächste links. What happened? Man. Wann ist eigentlich offizieller Release? Irgendwann August, 10. August, so Pi mal Daumen. I finally got back in touch with them just a couple of months ago actually. This is my first visit home. Anyway, I don't think Lily's quite forgiven me yet. Nee, hier jetzt nicht. Die nächste dann. Home Auto, ja, genau. Ich mach den Günther Lauch-Regentanz. So sieht's mal aus. Oh, komme ich hier durch? Ja, aber ich muss ja eh rum. Und dann fahre ich links. Da haben wir ein Lager. Ein Aussichtspunkt. So, warum sollte... Oh ja, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht verflucht gut aus. Das könnte unser neues Safehouse werden. Wir müssen... Was müssen wir jetzt dafür machen, um das zu annektieren? Fahne aufstellen. So, raus die Waffen. Hoch die Hände. Jetzt ist Zombie-Metzel-Time. 2 Tage soll sich die PC-Version verzögern. Also, jetzt mal nicht gleich Panik machen. 2 Tage. Ah!
eine zweite Basis wäre nicht falsch. Die Frage ist, ob die dann Shared Ressourcen haben. Well, what do you think? Sieht gut aus. It's got a big yard, a privacy wall that we could fortify pretty easily, and check out that tree fort. We could turn that into a watchtower easy. You seem pretty excited about this place. Yeah, when I was a kid, my best friend Sally, she lived in this house. And I was so jealous. I always wanted to live here. Gut ins Bett. Well then, let's take a look inside. Jesus! Who's... can't see... help me. Ja, draufhauen. What the hell was that? Don't know. That didn't look like any disease I've ever seen. You? Nope. Maybe we gotta go, huh? Neugruppierung am Lagerhaus. Wie? Erforderlich, 8 Personen, erforderlich 3. Ah, ich muss jetzt mit 8 Personen dahin? Und mit 30 Materialien? Ach so, das heißt, ich muss erstmal hier mit einer ganzen Armada anrücken. Potenzielle Heimatbasis. Oh, da kommt eine Zombie-Herdenhorde. Schnell zum Auto. Ja komm, steig ein. Wobei das gegenüberliegende Gebäude, also das ist hier... Könnte mir gefallen. Ich weiß natürlich nicht, ob hier noch mehr Zombies sind. Aber hier gibt es nochmal frische Autos. Oh Gott, hier sind viele Zombies, ey. Holy moly. John, sei gegrüßt. Oh, die haben mich gesehen. Wieso haben die mich denn gesehen? Komme ich irgendwie rüber? Da ist überall Stacheldraht. Das wäre ja eigentlich auch eine coole Basis. Na gut, die können wir so erledigen. Ich komme! Nein, ich hau daneben! So, ich hau da doch den richtigen. Gut. Dann haben wir hier den Weg geklärt. Und guck mal. Well, that's a few options at least. There might be more out there to look around. I'll think about it. Sure. Big decision, I get it. Just remember, tree fort. Überlebensstatistik, Heimatbasis verlegen. Okay, wie mache ich das? Ach, hier ist auch noch eine Basis, oder was? Snyder Trucking Lager, 12 Personen, 50 Materialien. Something's still moving around in here. Wie mache ich das denn? Ja, das Spiel ist tatsächlich zwar so ein bisschen Open World, aber es hat eine Story. Also es gibt halt ein Ende und es endet nicht damit, dass du halt tot bist oder so. Also du kannst nicht so lange spielen, klar, kannst du so lange spielen, bis du tot bist.
aber es hat auch quasi ein Storyende. Katsu oder Little Katsu, sei gegrüßt. Ich frage mich jetzt, wie das mit dem Umzug funktioniert. Ich muss mal ganz kurz hier in eine stille Ecke gehen. Dass ich mir die Menüs mal angucken kann. So, hier unten sind auch noch zwei Missionen, das verstehe ich. Wie lege ich die Basis um? Das ist unsere alte Basis. Und wir haben 13 Bevölkerung, das heißt, wir könnten das Ding hier einnehmen. Wir bräuchten nur 50 Materialien. Die Frage ist, wie mache ich das? Da sehe ich nichts. Morg! Ohne Nachricht. Ein halbes Jahr. Vom Handy. Dankeschön, mein Lieber. Und Herzen für dich. Hoffentlich bleibst du uns erhalten, auch mit dem Account. Hast weiter viel Spaß. Hilft ungemein auf dem Weg zu neuen Emotes. Dankeschön. Listen to this. I recorded it a little while ago. We've gotten ourselves into a jam. Sounds like they're in a bad spot. I want to offer them a hand. If you want to check it out, it's on your map. Und genau wie Gigantinsel macht natürlich auch Herzen für Mum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 
und die Materialien. Da check ich noch nicht. Kann ich denen sagen, Details wechseln zu? Also ich könnte die jetzt steuerungstechnisch übernehmen, das will ich ja nicht. Ich will Details. Ach, da komme ich nur wieder dahin. Okay, verstehe ich. Heimat fern. Wir dürfen jetzt größere Probleme als Überfüllung haben. Muss ich jetzt wirklich da mit 12? Aber wie soll ich da mit 12 Leuten und 50 Material dahin fahren? Kann mir jemand einen Tipp geben? Das Einzige, was ich mir jetzt im Moment vorstellen könnte, ist, ich teame ab in meiner Basis mit zwei, drei Leuten, pack die ins Auto, setz die hier ab. Ich wüsste aber nicht, wie ich denen sage, dass sie hier bleiben sollen. Und suche insgesamt 50 Baumaterial, was ich auch hier hinkarre. Ich weiß nur nicht, wie das funktionieren soll, weil bis jetzt hat mir das Spiel das nicht wirklich erklärt. Da, wo du den Priester anfunkst. Ach, dankeschön, dankeschön. Also das Ding ist hier aber jetzt größer, würde ich meinen. Welche Basis ist es denn besser? Hier haben wir natürlich viele Zäune. Muss mich mal umgucken. Massig Platz natürlich. Richtig viel Platz. Danke, Ella. Ja, so ist aber auch... Danke, Ella. Wie gesagt, dafür natürlich nochmal ein richtig dickes Danke. Ich weiß, das juckt dann immer in den Fingern, wenn man das selbst weiß. Was passiert? Ich habe mit einigen anderen Survivors gesprochen. Ein paar von ihnen sprechen über eine neue Krankheit, die ihre Menschen getroffen hat. Steht er draußen oder drin? Der steht so mittendrin geklippt. Na, der kommt rüber. Wobei die Frage ist, wie geht denn das mit Stacheldraht? Also das sollte eigentlich auch nicht gehen, aber naja, egal. Happy to help. It's... No, never mind, it's stupid. Wait, what? I've been packing up my dad's stuff, and I found a watch box. It's from the birthday present I got him when I was 12. This stupid little plastic thing with cartoon fish on it. I don't know why he kept it, but... It kind of made me realize I don't have anything to remember him by. So, I
was going to ask if you'd go up to where he died and bring me something of his. No, forget it. It's stupid. It's way too risky. I'm sorry I brought it up. Aber jetzt könnt ihr mir nochmal helfen, Ella, nochmal die Zeit zu glänzen. Die Frage, die ich jetzt noch habe, es steht ja, ich brauche 50 Material neben 13 Bewohnern. Die 13 Bewohner ist klar, dass ich die halt wahrscheinlich haben muss, damit ich das hier ansiedeln kann. Was ist das 50 Material? Was genau ist... Oh, Kacke, was ist das denn? Das ist ein Army-Mann. Ich weiß nicht, was genau mit dem Material gemeint ist. Ich habe gerade ja schon durch die Menüs geguckt. Ich habe 50 Baumaterial habe ich nicht. Meinen die damit Gegenstände? Oder was genau meinen die damit, mit dem 50 Material? Husky, sei gegrüßt. Und Zocknaff natürlich auch. Und Little Kazu mit Gronk und Funkherz. Oh Mann. Baumaterial. Womit du in der alten Basis gebaut hast. Ja, aber dann verstehe ich nicht, dass ich jetzt sagen kann, ich möchte es verlegen, weil ich habe ja gar nicht 100 Material. Weil ich laut Menü nur 28 habe. Das heißt, ich müsste dementsprechend die Basis ja gar nicht bauen können. Die Frage ist, nehme ich das hier, was schwieriger zu verteidigen ist, oder nehme ich das mit dem Ausguck? Ich muss mir das andere nochmal angucken. Ach komm, wir sind dekadent, wir nehmen das Moped hier. Ich teste das jetzt einfach mal. Wir haben 13 Personen. Die Materialien haben wir nicht. Und wir sind hier relativ an der Stadt Außenrand. Ja, pass auf, ich mach das jetzt einfach mal. Ich mal gucken, was passiert. Heimatbasis vorlegen, 100 Einfluss. Let's set up camp here. Think we have enough building materials to make it secure? Maybe not. Ja, aber... Aber ich kann doch auch nicht mehr bekommen. Ich bin doch voll. Weil mein Lager ist ja voll. Das heißt, ich habe ja eine maximale Lagerkapazität von 25. Ich kriege da ja gar nicht mehr rein. Ach, wie dumm ist das denn? Das heißt, ich muss jetzt ganz kurz Baumaterialien zur alten Siedlung karren. Du hast jetzt 23? Ja, ja, klar, aber wieso habe ich 23, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Nein, nein, nee, ich habe hier unten geguckt. Nee, ja, nee, irgendwo anders. Ich weiß nicht, wo ich geguckt habe, aber ich habe falsch geguckt. Ja, ihr habt recht, alles clear, klar, claro. Verstehe ich. Ja, ich habe im falschen Moped Reiter geguckt. Das heißt, ich brauche Baumaterialien. Okay, kann ich hier eigentlich rüberklettern? Oder? Ich kann das natürlich nicht. Die Zombies können das. Die können einfach über Stacheldraht, über den Maschendraht zauen. So, das heißt, ich brauche Baumaterial. Das können wir kombinieren. Wenn wir eh hier sind, bleiben wir gleich hier und gucken uns erstmal die Quests an. Und suchen dann Baumaterial. Beziehungsweise, hier könnte ja schon in dem Schuppen Baumaterial sein. Da ist aber auch ein dicker Koloss. Really strong, like it's super close by. Here, listen. Oh, das ist ein Screamer, ne? Ja. Just goes on like that. Can
you keep an eye out for something like a transmitter or a beacon? I don't know what you're looking for. Ja, da haben wir doch schon mal Material. Material 1. We'll be ready. Zombie 1, Zombie 2. Mhm. Gut, dann haben wir schon mal zweimal Baumaterial. Das heißt, ich darf jetzt nur nicht die Karre schrotten. Ja, die Kleinen sind nicht ganz so schlimm. Dann haben wir hier so einen Paddel und eine Axt, das nehme ich noch mit. Können wir dann eventuell nachher noch umpacken in ein anderes Auto. Pause machen! Ja! Sobald ich irgendwie hier aus der Gefahrenzone bin. Weil ich will den dicken Koloss definitiv nicht machen. So, der ist weg. Perfekt. Ja, das heißt, wir haben schon mal zweimal Baumaterial. Ich weiß nicht, wie viel da drin ist. Hier ist ja alles voll mit Baumaterial. Das heißt, wir müssen eventuell ein, zwei Touren machen. Das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir relativ zügig hin. Dann können wir die Chose umbauen. Und wir machen jetzt wie Gigant Insel informiert. Kurze Pipi-Pause. Ich lese vorher nochmal den Chat nach, weil ich ja im Spiel selber wenig gucken kann.